Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen den Detective leveln. Wir farmen jetzt hier fast die Million. Und wir haben noch zwei Daily Quests von gestern, die wir im Stream fertig gemacht haben, offen. Die sammeln wir natürlich dann auch noch gleich ein. Und dementsprechend muss alles raus, was keine Miete zahlt. Oh, nice. Stufe 1er Perks haben auf jeden Fall Vorrang, ihr wisst Bescheid, wenn er dahin geht, fällt direkt das andere Ding auch mit weg. Deswegen lassen wir ihn da doch mal ruhig hingehen. So, ja Leute, ich habe bei DBD schon wieder den nächsten tollen Fehler aktuell. Nach einer Runde habe ich manchmal die Nachricht, so eine Fehlernachricht, und dann bekomme ich weder die Blutpunkte noch die... Also ich bekomme die Blutpunkte nicht gut geschrieben und mir werden zusätzlich noch die Offerings abgezogen. Das ist richtig schön. Da kommt richtig Freude auf. Keine Ahnung, was da los ist. Hat sich scheinbar wieder der nächste Fehler eingeschlichen, nachdem es ja erst so laggy gewesen ist bei mir. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Was will man machen? Gestern wollten wir auch SWF machen. Und dann haben wir... Oder beziehungsweise habe ich dann irgendwann auch aufgehört, die Torten rauszuballern, weil es halt schon irgendwie so ein bisschen nervig, wenn du eine Torte rausballerst für mehr Blutpunkte, und dann kriege ich den Fehler und dann kriege ich weder die Blutpunkte und mir wird die Torte auch noch abgezogen. Also so, du wirst einfach so doppelt bestraft. So. Okay, die Blutpunkte kriegst du nicht, aber dein Offering, das behalten wir. Und du sitzt da so und denkst dir so, what? Naja, was will man machen? Das neue, es gab gestern auch wieder einen neuen Skin, den kann ich euch gleich mal zeigen, der sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Und zwar für den Oni. Den Minotaurus-Skin. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, warte mal, ich muss mal eben kurz abwarten, beziehungsweise das kann ich mir noch holen. Na gut, der ist sowieso da hinten gestartet. Und dann holen wir uns hier Einfühlungsvermögen. Bin mal gespannt, was ihr zu dem Skin sagt. Also ich finde ihn eigentlich ganz cool. Das ist halt ein Legendary-Skin. Das bedeutet, dass man, dass er ein bisschen teurer ist und dass er halt das Aussehen des Onis komplett ändert. Ich hoffe, dass ich gleich dran denke und ihn euch gleich nochmal präsentiere. Ich gehe hier oben zur Befreiung. Tja, ja, ich weiß auch nicht. Hard im Nehmen. Nee, komm, dann gehen wir nach hier unten. So, wenn ich jetzt hingehe, das lohnt sich nicht. Deswegen holen wir uns nochmal eine Sache hier. Wenn er dorthin geht, fällt das auch weg. Zack, sehr schön. Map Offering, das will ich nicht haben. Das kann der Entitus gerne wieder haben. Also, der Detective nähert sich so langsam, aber sicher auch der Perfektion. Ich weiß gar nicht... Oh, hier ist noch was auf Stufe 1. Das geiern wir uns natürlich direkt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Fähigkeiten noch fehlen. Aber ich glaube, es war nicht mehr so viel, was gefehlt hat. Dementsprechend nach der Runde können wir einmal kurz schauen. Und dann schauen wir uns den Skin noch an, wenn ich dran denke. So, ansonsten für... Es kam auch ein Survivor-Skin raus. Und zwar für Sexy David King. Kann ich gleich auch nochmal sonst zeigen. Und die anderen. Ich weiß nicht, ob ihr die anderen schon gesehen habt. Es gab ja auch noch einen für den Clan. Ich hätte ihn noch... Ja, wohl hier hin. Dann wäre das jetzt mit weggefallen. Ja. Schade drum. Okay. Nicht aufgepasst. Es kam ja auch schon ein weiterer Skin für den Clan. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ja, es gibt auch ein paar Leute, die selber gar kein DBD spielen, aber gerne die Videos anschauen. Deswegen, ich glaube, ich zeige sie gleich einfach mal alle nochmal. Dafür sind die Blutpunkte-Videos doch eigentlich immer ganz gut geeignet, dass man da ein bisschen den ganzen Krimskrams mal zeigen kann. Eins, zwei, dann fallen die Sachen da weg. So, kannst du noch einen gehen, dann muss ich mir ein Map-Offering holen, aber dafür sind wir relativ zügig hier durchgekommen. Stufe 2 und Stufe 3 unten, dann gehen wir erstmal Stufe 3 einsammeln. So, er kann oben starten, ich hole mir den Schlüssel. Wobei ich mir immer noch bei den Schlüsseln so ein bisschen unsicher bin, ob ich mir die wirklich einsammeln sollte. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wir haben inzwischen so viele Schlüssel auf so vielen Charakteren, dass wir die wahrscheinlich gar nicht mehr loswerden. Ah, neues Map-Offering. Das hole ich mir mal. Und dann gehen wir hier rüber, weil er sowieso dort lang geht. Wenn er runter geht, fallen die beiden Sachen direkt mit weg, deswegen... Soll er ruhig machen, Schummler. Oben den Schlüssel. Ja, war ja klar. Hol du dir mal bitte das Map Offering oder so. Ja, du gehst da oben hin. Und,
Nebelschleier. Nutze ich auch sehr selten, muss ich sagen, die Offerings. Also irgendwie gibt es so ein paar Sachen, die benutzt man gefühlt nie. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So der Nebel, keine Ahnung. Man hat halt so viele Blutpunkte-Offerings, dass man lieber... Also was heißt Mann, aber dass ich mir dann irgendwie immer denke, ja nö, ich hau lieber Blutpunkte raus, warum nicht? Ich werf mal einen Blick hier rein. Man weiß ja nie, gab ein Upgrade, aber leider nicht das Richtige. Hätte mich natürlich über ein 100% Blutpunkte-Offering gefreut. Aber hey, wer bin ich schon, dass ich mich hier mal freuen darf? Eiserner Wille. Ja, aber erstmal hier rüber. Okay, der Hering unten fällt auch weg. Zack, sehr gut. Das nagelneue Teil können wir uns nochmal schnell schnabulieren. Das Offering für den Schlüssel. Oder das Addon für den Schlüssel, eher gesagt. Und dann haben wir das nächste Level schon wieder geschafft. Also wir kommen gut voran, Leute. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier demnächst dann schon fertig sind. Ja, ist ja eigentlich egal, wo ich jetzt... Was ich jetzt mache. Ich glaube, er wäre so oder so da oben hingegangen. Ist auch noch ein bisschen was weggefallen. Und leider muss ich mir die Glühbirne holen. Ach ja. Neuer Archiv ist ja auch da. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon fleißig gewesen seid. Ich habe noch gar nicht so viel gemacht. Dadurch, dass ich jetzt ja auch diese Fehlermeldung bei Dead by Daylight... beziehungsweise erst hatte ich ja diese Lags. Erst war es so laggy, da habe ich dann eh nicht gespielt, weil das war eigentlich quasi unspielbar. Es hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht zu spielen. Und jetzt kriege ich halt die Blutpunkte nicht mehr. Und ihr wisst ja, was ich für ein Blutpunkte-Geier bin. Das ist auch eine mittelschwere Lebenskrise jetzt für mich. Aber ich werde es wohl irgendwie überstehen, hoffe ich doch. So. Wenn wir alles auf Stufe 1 haben sollten, dann muss ich bald auch eigentlich mal dazu übergehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann holt er sich automatisch das. Dann würde ich günstiger durchkommen. Ja, komm. Da muss man halt dann einfach mal in einen sauren Apfel beißen. Ein grüner Schlüssel ist jetzt auch nicht so wichtig. Stufe 2 alles. Okay, vielleicht muss ich so langsam aber sicher anfangen, die Sachen auf Stufe 2 einzusammeln. Nicht, dass wir nachher hinten raus blöd aus der Wäsche gucken. Ich könnte ihn noch da hochgehen lassen, damit das Map-Erfüllung weg ist. Ha, sehr gut. So, Blutpunkte, die gönne ich mir dann mal selber. Der startet dort. Nee, das gönne ich dir alles nicht. Tut mir leid. Und ich muss mir... Nee, ich muss mir nicht die Glühbirne holen. Habe ich fest mitgerechnet, dass ich jetzt wieder da nach oben muss. Stufe 3. Und dann gehen wir hier rüber. Ja, ich starte einfach. Was soll der Geiz? Hier werfe ich natürlich einen Blick rein. Man weiß ja nie, ob es noch ein Offering gibt. Wenn er da hochgeht. Ja, da fallen noch ein paar Sachen weg. Er schummelt halt einfach wieder. Also der Entitus ist heute wieder gut drauf, wie ich merke. Stufe 3. Alles auf Stufe 3 sogar. Dann gehen wir hier unten hin. Er startet sogar dort, dann fallen die anderen Sachen weg. Zack, und wir können erstmal hier die Geheimkiste uns holen. Und dann hier den Werkzeugkoffer. Okay. Puff, das. Bin mal gespannt, was ihr in die Kommentaren sagt zu dem neuen Skin und ob der euch gefällt oder ob euch generell diese Legendary Skins 1, 2, 1, 2, dann wird das da oben nicht mit wegfallen. Ich würde aber gerne haben, dass das wegfällt, deswegen lassen wir den Entitus mal eben da oben ein bisschen spielen. Ich bin echt gespannt. Also die Lisa, der Skin von Cheryl, das ist ja auch schon ein legendärer Skin, der ändert ja quasi den gesamten Charakter. Und so ist es jetzt halt auch bei dem Oni-Skin. Das ist halt quasi dann nicht mehr der Oni, sondern der Minotaurus. Ihr werdet es ja dann gleich sehen. Also haben sie echt cool gemacht. Bin mal sehr gespannt mit diesem Legendary Skin-Konzept, was sie jetzt halt eingeführt haben. Kann man halt auch sehr coole und sehr viele unterschiedliche Dinge ins Spiel reinbringen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was sie da noch so mit anfangen werden. Ja, 25 für alle ist besser als 0 für alle. Deswegen, naja, wahrscheinlich gehst du eh zum Insta hier hoch. Oh, das war's. 210 Blutpunkte. Dann lass uns kurz in den Shop gehen, obwohl ich wollte eigentlich noch mal kurz durchzählen. Aber lass uns aber kurz in den Shop gehen. Das hier ist der neue Skin für den Oni, Leute, der Minotaurus. Gefällt mir schon relativ gut, muss ich sagen. Ist natürlich preislich gesehen ein bisschen happig, ne? Aber es ist halt so ein legendärer Skin.
Den kann man auch nur so in dieser Kombination hier spielen. Und gefällt mir doch. Gefällt mir gut auf jeden Fall. Sieht cool aus. Dann kann ich euch auch direkt nochmal... Ach ne, den Clown habe ich mir schon gegönnt. Da muss ich gleich nochmal in die Dingens rein. Das hier ist Sexy David King, aka der olympische Meister. Und ist auch ein, ja, ist ein ganz cooler Skin. Hier mit dem Löwen hinten drauf. Mit der Löwenmähne auch und so. Sieht schon ganz nice aus, aber... Ja, ich meine, Sexy David King hat schon ein paar coole Outfits. Also das habe ich mir noch nicht geholt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es mir holen werde. Wir können auch mal eben ganz kurz... Obwohl, warte, lass mich einmal kurz zählen. Mal einmal kurz schauen. Auf Seite 6 sind... Oh, ich glaube, wir sind durch. Wartet. Die gute Kate kann ja mal eben hier... Ja, Leute. Der Detective... Nein, du bist nicht der Detective. Du bist der Detective. Der Detective hat sämtliche Fähigkeiten mindestens auf Level 1. Und wenn wir mal hier durchschauen, hier sehen wir schon sehr, sehr viele Sachen auch auf Level 3 inzwischen. Ich glaube, hier auch noch wieder alles. Oh, da fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Leute, das ist das nächste Blutpunkte-Video und dann ist der Detective fertig. Krass, das ging schnell. Yui hat auch ein neues Outfit bekommen. Habe ich gestern im Stream auch schon mal gezockt. Mir gefallen die Haare. Die sehen richtig cool aus. Die finde ich echt schön. Und zu guter Letzt zeige ich euch den Clown. Das ist der feuchte Traum eines jeden weiblichen Wesens wahrscheinlich. Und zwar er hier. Wie heißt dieses Ding? Das ist der Fürst der Unterwelt, Leute. So sieht der Clown aus. Also ist schon ein sehr sweeter Boy, wie ich finde. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich bin raus. Ja, Blutpunkte haben wir an den Mann gebracht. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Runde. Bis dann macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich an die Kanalmitglieder für den Support. Danke an Tossi, Melanie und Packard. Ich bin raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!